Das ist ja wie, als würde man Novadis fragen. Ich lehne mich zu Rafimo Flussimo, bitte erwähne nicht die Achas. Hey, die Arschlöcher frage ich nicht. Aber tatsächlich, dass die Achas ebenso an der Seite des Schwarzdrachen halten werden. Wie gesagt, es geht mir hier um auch um Verbündete, die er anwerben wird, aber ich mache mir weniger die Sorgen um ein paar Maros oder ein paar Echsenwesen, die Achats. Vielmehr mache ich mir Sorgen über einen zweiten Kaiserdrachen. Ja, das haben wir ja schon besprochen. Wir gehen irgendwann bei Apep vorbei, wenn wir Zeit haben. Nun, sagt ihr dir nicht, wenn ihr seinen Namen dreimal ausruft, wird er auf euch aufmerksam? Warum sprecht ihr nicht direkt jetzt mit ihm? Was soll ich ihm sagen? Hey, dein Sohnemann, der wird losgehen und den anderen Drachen da unterstützen. Mach mal was. Nun, denkst du denn, dir fällt etwas Besseres ein, bis du da bist? Eigentlich nicht. Nee, ist ein gutes Argument. Wir können ihm einfach so einen Dämonenvogelbrief schicken. Mal gucken, ob er antwortet. Ja, aber dann kriegt Isarun und Boltax hier doch den Ausraster ihres Lebens. Das ist richtig. Aber wir gehen in den anderen Raum, um das zu machen, und sag es den anderen Beseitigten. Euch ist schon bewusst, dass wir das trotzdem mitbekommen. Ja, dann dreht ihr euch um und steckt euch die Finger in die Ohren und singt ganz laut. Was habt ihr denn gegen Botenelementare? Ja, dann schick einen Botenelementar, Voltax. Es ist mir ganz fürchterlich egal, wie du das machst. Ja, zu einem Drachen werde ich kein Elementar schicken. Dann leck mich, Voltax! Voltax, schau mal, da draußen ein Baum. Ich bin kein Elf. Wieso, was interessiert mich jetzt nicht so? Voltax, schau mal, da draußen ein Stein. Da draußen sind sehr viele Steine und viele... Ein ganz besonderer Stein. Guck mal, der glänzt. Wunderschön. Können wir uns auf das Wesen nicht konzentrieren und diese Albernheiten lassen? Mir geht mir alles so fürchterlich auf den Sack. Ne, das glaubt ihr gar nicht. Oh, wir sollten vielleicht erstmal eine Bierpause machen. Ich bin schon etwas überrascht, dass Apep in einer Prophezeiung von euch als Drachentöter sprach. Ja. Was habt ihr denn in letzter Zeit so geleistet? Was ich in der Zeit geleistet habe? Ja. Also ich habe vor Garius gerade bei Galotta gestanden. Und ihr so? Ich habe letzte Woche einen Kranz aus Blumen und den Federn von Falken gebastelt. Technisch gesehen hat er uns nicht als Drachentöter bezeichnet in seiner komischen Prophezeiung. Wie war der Wortlaut noch gleich? Wir werden unser Schicksal finden. Vielleicht ist auch unser Schicksal, dass wir alle gefressen werden und irgendein Söldner, der neben uns läuft, hebt die Axt auf und tötet den Drachen. Ja, das ist, die Prophezeiung ist ungefähr genauso deutlich wie: Sie werden morgen das und das machen. Bei Tekladros ewigem Zeitblick, hört ihr Menschen und bringt diese Botschaft unter die Euren. Der Dienst, den ihr Apep heute erwiesen, soll auch vergolden werden in Zukunft. Wenn am Tag des Feuers unsere Brüder und Schwestern Flüsse verdampfen und Bäume verbrennen, werden die Waffen, die Apep heute hütet, wieder ihre Bestimmung entgegensehen. Dann werden die Träger von Gnadukas und Drakundas ausziehen, um ihr Schicksal zu finden. Bis dahin ist es eure Aufgabe, die Aufgabe aller Menschen, Apeps Hort, den auch ihr nicht kennt, vor denjenigen Erzählungen zu schützen. Doch vorerst seid ihr aus den Diensten Apeps entlassen. Also, wir mit ihm reden. Nun, ich würde es vorziehen, ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüber zu stehen und ihn, nun ja, zu bitten. Dann müssen wir dahin latschen. Leider ist er nicht wirklich erreichbar von hier aus. Wir müssen erstmal durch die kompletten schwarzen Lande hindurch. Wir müssen durch Dapazien durch, nicht wahr? Dorthin wollten wir eh. Also, wenn wir dreimal seinen Namen rufen, dann müssen wir jetzt mit ihm hindurch. Dann auch dorthin. Und dann sind wir eigentlich nur in Katzensprung von Bornland entfernt. Und dann können wir auch gleich jemanden suchen, der weiß, wie man mit meinem Namen umgeht. Wie gesagt, wir könnten auch seinen Herold ausfindig machen. Das wäre einfacher. Oh. Ja, aber der hockt doch in der Festung da direkt davor, oder nicht? In Bornland gibt es auch gute Kämpfer. Vielleicht können die uns auch unterstützen. Ist Bornland nicht komplett belagert oder überrannt oder sowas? Das ist voller Flüchtlinge. Und ich glaube, die kämpfen auch noch oben gegen diese andere Heptarchin. Wie hieß sie? Florana? Ah, ja, irgendwie sofort. Es gibt viel zu viele von diesen Idioten. Die Hexe des Eises, nicht wahr?
Können wir uns um Miko mal, wenn die hier ankommen, bitte? Aber wir haben gerade echt andere Probleme. Können wir sie vielleicht auch stacheln, gegen den Drachen vorzugehen? Wie sollen wir dorthin gelangen? Es ist tatsächlich heute nicht der schlechteste Vorschlag, Wortagst du, das ist traurig. Ja, der Drache hat die Flamme, Feuer. Eins ist jetzt nicht extrem entgegengesetzt, aber konvergiert zu ihm. Wie wollt ihr nach Pavi gelangen? Wie stellt ihr euch das vor? Tja, das ist genau dieselbe Frage, wie wollt ihr nach zu Apep gelangen, also wirklich. Das ist doch viel näher als nach Pavi, nicht wahr? Das ist genau derselbe Weg. Danach muss man nur ein bisschen Wald und Wiese hinterher. Ja, und etwa 500 Meilen eisreich. Und ich denke, man kann auch auf kamalem Wege mit. Ich glaube, man kann auch mit auf kamalem Wege mit unseren Brüdern und Schwestern vor Ort Kontakt aufnehmen und sie sprechen dann mit den Herren der Drachensteine. Also auch das ist möglich. Wir brauchen nur so etwas wie einen Plan, so etwas wie eine Nachricht, wenn wir diese Kampagne starten und Verbündete aus aller Herren Lande sammeln. Ihr habt doch einen Plan. Geh halt dahin und sag deinen Brüdern und Schwestern, dass sie bitte zu Apep gehen und ihm sagen sollen, dass sein Sohn voll die Scheiße baut und sich dem schwarzen Drachen anschließen will. Oh, das habt ihr uns doch erzählt, dann macht das doch. Klingt doch gut. Oder habt ihr jetzt irgendwie die Hoffnung, dass einer von uns noch irgendwelches geheimes Wissen über Apep und seine geheimen Vorgänge hat, weil ich glaub nicht dran. Ich weiß immer, dass das Abelmir und Iserun mit ihm schon sprachen. Abelmir, hast du noch irgendwelches geheimes Wissen, was in diesem gar edlen Vorhaben irgendwie helfen könnte? Nun, wir wissen, dass er sehr arrogant ist und von sich eingenommen. Warum ich nicht eine direkte Nachricht in Richtung Drakodan schickte, war... Nun ja, ihr habt Kugel und Wurfaxt, trollische Wurfaxt. Eher als zweihändiges, zweihändige Axt zu führen. Ihr seid auserwählt worden, nicht ich. Ich kann euch natürlich gerne begleiten und mit Rat und Tat zur Seite stehen oder euch meine kamalen Fähigkeiten zur Verfügung stellen, so sie mir denn Hesinde gegeben und geschenkt hat, aber ich wollte zunächst mit euch Rücksprache halten. Wir finden euren Vorschlag ganz wunderbar und würden euch gerne bitten, dass ihr dann doch eine Nachricht in die Richtung schickt. Oder hat irgendjemand was dagegen oder einen besseren Vorschlag? Ich finde, Fim, ihr solltet weniger genervt sein. Ihr seid ein kamaler Kausalknoten. All das, was passiert. Ihr seid Teil einer Prophezeiung. Und zwar nicht nur irgendeiner, sondern euch passiert jedes Mal erneut etwas Schlimmes. Und ihr seid diejenigen, die dies aufhalten. Und eure Wege werden nicht zufällig bestimmt. Sondern dass ihr auf Abelmir getroffen seid, dass ihr auf Iserun getroffen seid, auf Kiaras, auf Mendarion, ihr alle, so wie hier vor mir steht, oder auch diejenigen Helden oder Gefährten, die nicht bei euch sind, aber die auf späteren Wegen wieder zu euch stoßen werden. Ihr alle seid kamale Kausalknoten. Das ist schön. Aber es wäre schön, einfach mal eine Woche zu haben, in der man die Füße hochlegen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Beleidigung oder eine Belobigung ist, ein kanaler Kausalknoten zu sein. Wisst ihr, was das ist? Nein. Hat er doch gesagt. Er hat es doch eben sehr einleuchtend erklärt. Was ist dann ein kamaler Kausalknoten? Kausal bedeutet, etwas ist einer Folge leistend. Ich frage nicht nach den einzelnen Wörtern der Bedeutung, sondern als Gesamtbedeutung. Ich nur, wie ich es verstanden habe, aber gut, Abelmir, ja, wenn du eine Herleitung aufgrund der einzelnen verwendeten Wörter nicht möchtest, dann bitte, fahre doch fort und erkläre uns allen in deiner endlichen Weisheit. Ich frage euch, ob ihr wisst, was... Ich bin mir sicher, der Mann mit der grünen Kleidung kann euch das beiden klären. Es gibt keinen Grund, sich hier zu streiten. Ihr fragt euch, warum ich genervt bin. Also, können wir jetzt einfach kurz darüber abstimmen, ob wir jetzt Apep eine Nachricht schicken wollen oder nicht? Danke. Hat irgendjemand was dagegen oder B, einen besseren Vorschlag? Ich habe grundsätzlich etwas dagegen, mich mit Drachen zu verbinden, aber ich glaube, diese Argumentation zieht hier nicht, also... Ist richtig, Boltax. Wir danken für deinen Input, aber es hilft uns nicht. Sonst jemand irgendwas dafür oder dagegen? Bitte jetzt. Ich bin erstaunt, wie ihr mit aurelianischen Begriffen um euch wirft. Was ist denn schon wieder aurelianische Begriffe?
Input. Das hat er aufgeschnappt. Meine Güte, ich bin doch so viel schon rumgekommen. Können wir jetzt uns bitte einfach auf diese dämliche Kundendiskussion konzentrieren, damit wir das endlich beenden können und ich mir einen reinkippen kann? Habe mir. Dafür oder dagegen? Ich bin dafür, Drachen mit Drachen zu bekämpfen. Ja, was? Ach, wenn es denn sein muss. Wenn es denn sein muss. Mendarion. Es hat noch nie geschadet, mit Leuten über irgendetwas zu reden. Wenn uns nicht helfen will, hilft uns nicht. Trainieren können wir wenig. Oh. Und Raphim. Die letzte Worte. Bin wunderbar dafür. Wenn wir schon mit Drachen reden, finde ich, sollten wir aber auch mit den Novadi und den Orks reden. Orks sind fiese Gestalten. Jede Gelegenheit nutzen, euch in den Rücken zu fallen. Dafür haben wir keine Zeit, um mit diesen Völkern zu reden. Ihr wisst, dass ich Elementare senden kann. Wie sieht es aus mit dem Thronräuber? Mit dem haben wir schon gesprochen. Ganz netter Typ, Alter. Ach, den gibt's ja auch noch. Der will uns helfen. Genau, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ihr meint diesen Anziehen? Ja. Der Hochkönig war bei ihm, also habe ich da überhaupt keine Bedenken. Voltax, ihr werdet einen Brief verfassen und in Richtung von Xorlos schicken. Selbstverständlich. Drachenkrieger, so viele wie sie entbehren können. Natürlich. Wir werden an der Seite von Finsterfang reiten. Reiten? Ah, schön. Also laufen oder können Zwerge reiten wollte? Natürlich können Zwerge reiten, was denkt ihr denn? Auf süßen kleinen Bergziegen? Auf sehr süßen kleinen Ponys, ihr müsst die mal sehen, die sind bezaubernd. Darion, ihr werdet ein weiteres Seelenlied weben und in Richtung des Reichsforst schicken? Ich hätte gehofft, einige meiner Archerwanden hier in dieser Aue begegnen zu können. Vielleicht werde ich sie persönlich besuchen. Was könnt ihr tun? Sie sitzen südlich von Palangana in einem kleinen Elfenforst. Sie sind mittlerweile schon dem Badok verfallen, aber den einen oder anderen werdet ihr sicher überzeugen können. Ich sah auf meiner Reise hierher einige meiner Artgenossen in den, Marderhügeln im Norden von hier. Vielleicht werde ich dorthin aufbrechen. Wie sieht das aus mit den Salamandersteinen? Habt ihr auch dorthin ein Seelenlied, was ihr weben könnt? Elfen aus Salamandra sind zurückgezogen. Ich denke nicht, dass sie interessiert daran sind, uns zu helfen. Dann wird es Zeit, dass sie Position beziehen. Wir haben lange und oft versucht, sie dazu zu zwingen. Meist mit wenig Erfolg. Habe mir, ihr werdet Kontakt aufnehmen in Richtung von Torval. Nach Torval? Jetzt finde ich oder zu wem? Wem wollt ihr damit heranlocken? Oder die Torvaler, oder? Da ziehe ich ja noch Orks vor. Gut, dann hätten wir das geklärt. Aber wir kümmern sich um die Orks. Wenn Iserun vorhin nicht gegangen wäre, dann hätte ich ja sie gefragt, aber sie hat sich natürlich schon nach oben verabschiedet. Aber mir, entweder ihr tut dies, oder aber wir müssen Kiaras oder Raphim als Alan Fana fragen. Und ich glaube, auf die werden sie auch nicht ansprechen. Gebt euch einen Rucker zu Rasia. Dann werde ich halt mit diesem Volk reden. Ja, einverstanden. Ich würde es bevorzugen, mich um den eher elementareren Weg zu kümmern. Was meint ihr damit? Nun, Boltax, denke ich, kann dabei schon helfen mit diesen. Ich finde immer noch, es ist eine bessere Idee, Elementare um Hilfe zu bitten, als Drachen um Hilfe zu bitten. Und ich habe immer noch Kontakte nach Kunithium und dort wird die Kunst des Djinn-Beschwörens hochgelobt. Vielleicht findet man dort eher Hilfe, was es angeht, nun das elementare Wasser anzusprechen. Ansonsten, nun, wir können ja auch nochmal mit dem werten Graulhaar sprechen. Graulhaar. Ihr solltet ihn etwas respektieren, er ist der Minister für Dronnen. Ja, natürlich. Ich werde auch eine Fass voll Honigbonbons besorgen. Wusstet ihr, dass er einmal einem der Kaiser oder sogar 10 Fässer Zucker gestohlen hat? Der Kaiser hat sicherlich verdient. Ich bin fasziniert über euer Wissen. Einst stand eine Statue an Gara von ihm, allerdings wurde sie wohl abgerissen.
blockierend. Und vielleicht kann er auch helfen, einige dieser Druiden zu finden. Und da könnte man Boltax nicht als Zwerg, sondern als Geode bitten. Ja, das kann ich sicherlich auch regeln. Ich würde dann natürlich gerne mit dir zusammenarbeiten, Boltax. Selbstverständlich, du kannst gerne mein Sekretär sein, wenn du das möchtest. Aber natürlich. Dann brauchen wir den wahren Namen. Auch dieser muss immer noch offenbart werden. Ihr habt gesagt, in Richtung Wahrung? Ja. Dann brauchen wir eine Reiseroute. Wir sind aktuell in Punin. Verschicken wir die Briefe in alle Himmelsrichtungen, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Wie laufen wir von hier aus? Über die Reichsstraße in Richtung von Garad. Wie geht es von hier aus weiter? Ach, wir müssen auf jeden Fall in Garad vorbei, denn wir brauchen... Naja... Ich weiß nicht, wann wir Kugel, Axt und Lanze uns besorgen wollen. Wir müssen unseren Ritter aufspüren, wo auch immer er sich rumtreibt. Zudem brauchen wir jeden Mann und jede Frau unter Waffen, die wir bekommen können. Ich schlage weiterhin vor, über Romulus zu reisen. Über Romulus vielleicht, wenn sie dort ist, das Schwert der Schwerter aufspüren. Und wir müssen uns auch noch um die Blutkerbe kümmern. Genau, das auch noch, ja. Das ist... Sollten wir auf dem Weg erledigen mit dem Schwert der Schwerter, das dürfte uns auch ein paar Pluspunkte bei ihr einbringen. Das denke ich auch. Und wir sollten auf jeden Fall den Weg durch die Trollzacken wählen, denn eventuell finden wir dort noch trollische Unterstützung im Kampf gegen die Drachen. Also ziehen wir von Romulus über Perikum durch die Trollzacken nach Beilung? Nee, erstmal gehen wir in die Mitte oder wo auch immer das da ist, in den verfluchten Landen und suchen die Blutgerbe. Dann haben wir nämlich die Rondra-Geweihte bei uns. Dann schicken wir die am besten nach Gareth, dass die da mal ordentlich Unterstützung zusammensammelt für unseren Angriff auf Wehrheim. Und dann latschen wir nach Wahrung, bringen da alle um, holen den wahren Namen und bringen das Vieh dann in Wehrheim um. Wir haben natürlich auch noch eine weitere extrem wichtige Aufgabe, die wir niemals vergessen dürfen. Ja, ich weiß, aber... Und ich denke, das ist auch mit die wichtigste Aufgabe von allen. Naja, so wichtig ist mein Ausschluss aus der Bierbrauer- und Pilzgilde jetzt auch nicht. Doch, auf jeden Fall. Wovon sprichst du? Ach, das ist etwas komplizierter. Weißt du, wie man Bier herstellt? Hopfen, Gerste, Malz. Ja, genau. Mendarion mit Hopfen, Gerste und Malz stellt man Bier her. Tut mir leid, ich kenne mich mit dem Mischen von Giften nicht so gut aus. Ja, keine Sorge, das ist ein... Ich hatte ja so gut geschmeckt, ich werde dir das noch beibringen. Und dann wirst du auch Bier brauen können. Aber man organisiert sich ja in gewissen Gruppen, weil man das ja auch zelebriert, denn es ist ja ein schönes und nettes Beisammensein, während man da so wunderbare Biere braut. Und ja, ich bin halt unglücklicherweise aufgrund einer nicht von mir verschuldeten Unannehmlichkeit... Keras, ist das die wichtige Aufgabe, von der ihr spracht? Ist das euer Ernst? Nein, natürlich nicht. Aber die wichtige Aufgabe, die wird der gute Mann hier vorne nicht eingeweiht, richtig? Also ich bin zumindest niemand dagegen, ihn einzuweihen. Diese wichtige Aufgabe eingeweiht, aber... Perfekt. Ich guck den Drakoniter an, ich kenne sie auch nicht. Seht ihr? Der Elf weiß auch von nichts. Aber ja, das ist das absolut Wichtigste und... ich denke, darüber sollten wir im Privaten nochmal sprechen, was... deswegen getan werden sollte. Ist richtig. Ja, da habt ihr vollkommen recht. Gut, dann werde ich Nachrichten schicken, einmal in Richtung Drakodan und auf gemeinem Wege dann auch versuchen, mit diesem Jarlan greifen und Kontakt aufzunehmen. Wenn er jetzt Geweihter von Praios ist, dann sollte dies möglich sein. Ah, oh, stimmt, sollte es tatsächlich. Wenn ihr mit ihm sprecht, fragt ihn mal, ob das mit dem Alboin wirklich gestimmt hat. Ich bin ja interessiert. Ihr sagtet Alboin der Ketzer? Wer ist das? Also, das hat einer behauptet in Auralet. Der hätte da irgendwelche Artefakte gestohlen, aber der Typ in Auralet kann ja viel behaupten. Das war so ein Mann mit goldener Falkenmaske. Ihr meint Alboin von Wehrheim und Bregelsau? Genau. Der Mann heißt, deswegen will ich es ihm auch mal so nicht vorwerfen. Der Mann ist Illuminatus und kein Ketzer. Ja, ist richtig. Deswegen wundert sie mich ja auch, dass der Praios Geweihte da in Auralet das behauptet hat. Warum sollte er das getan haben? Das weiß ich doch nicht. Hat die Reliquien damit genommen. Was lag denn in Auralet?
Reliquien. Dort liegt der Schädel von St. Gilborn. Genau, den hat er mitgenommen. Und jetzt ist dieser Prios-Geweihte ganz fürchterlich angepisst darüber. Aber ob er das durfte oder ob er das nicht durfte, das frage ich Greifenmund, weil der versteht so eine Kacke. Und außerdem ist ja auch dieser, wie war das, der Ketzerkragen oder so wurde entwendet. Ja, aber das war nochmal wer anderes. Teil des Frechlager waren das. Ja, genau. Aber da fällt mir gerade ein, sagt, hat eigentlich irgendeiner der Greifen die Schlacht von Gareth überlebt? Oh, ich wollte schon immer mal eine Greifenfeder sehen. Ja, die ist, weißt du, groß und hell. Ja, davon habe ich gehört. Sie muss so prächtig sein. Ja. Wenn wir schon einen Prajotenritter haben mit einer Drachentöterlanze, wäre ein Greif vielleicht gar nicht so schlecht. Das wäre tatsächlich sehr, 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 sehr gut. Etwas Fliegendes, um etwas Fliegendes zu bekämpfen? Aber das müssen wir vermutlich Greifen und fragen, ob er sowas besorgen kann, weil es wird für mich schwierig. Wie gesagt, ich weiß nicht, hat überhaupt einer von denen die Schlacht überlebt? Ich bin mir nicht wirklich sicher. Ach, da gibt's bestimmt mehr von. Ja, Ihre Gnaden, dann solltet ihr vielleicht auch gleich noch Solvar anrufen, damit ihr auf ihr auf die oder in die Schlacht reiten könnt. Ja, das habe ich schon mal versucht. Ich musste mir über Karpol schießen. Da bin ich immer noch ein bisschen neidisch. Es war sehr spannend. Also gut, dann schreibt eure Briefe. Ich werde euch jetzt nicht weiter stören. Diese Unterhaltung scheint wohl weitere Geheimnisse zu haben, in die ich nicht eingeweiht werden werde, zumindest nicht in nächster Zukunft. Ihr werdet allerdings auf meine Verschwiegenheit bauen können, wenn ihr mögt, und wenn es etwas gibt, dann findet ihr mich im Draconiter-Tempel. Das klingt doch sehr gut. Dann wünsche ich euch noch fröhliches Gelingen und vergesst die Briefe nicht. Natürlich nicht. Ja. Ja. Ich spüre eine gewisse Unharmonie in ihm. Ja, ich freue mich. Wir werden ganz viele sehr kompetente Zwergenkrieger an unserer Seite haben. Oh. Ah, das wird schön. Ich habe trotzdem ein mieses Gefühl bei der ganzen Sache. Vor allem, ja, wir haben die anderen Drachen schon mal getroffen und. Das mit den Drachen, das wäre keine gute Idee. Das mit den Drachen behagt mir auch nicht, aber da lässt sich ja nichts dran ändern. So ungern es mir auch behagt, man konnte besser und kohärenter mit den Nekromanten sprechen als mit den Drachen. Ja, das ist klar. Die Drachen waren vernünftiger. Ja, und nicht so böse. So könnt ihr euch gemeinsam hinsetzen, Briefe verfassen, noch einmal durchreißen, zerschneiden. Die Briefe vernichten, noch einmal neu schreiben, eure Gedanken ordnen und sortieren, und nach einem ganzen Tag seid ihr der Meinung, dass ihr den richtigen Brief gefunden habt, um jeweils in Richtung von Xorlosh zu schicken oder in Richtung des Bornlandes, in Richtung der Torvaler, in Richtung Al-Anfa, Zoras Reich. Viel wichtiger, Abemir, beherrschst du den Schleier, wie er heißt? Gewiss. Kannst du ihn bitte wirken, damit wir privat reden können? Ihr wisst schon, dass damit nur Magie getarnt werden kann und keine Hellsicht getrübt werden kann. Gibt es denn was anderes, was du machen kannst, um außer Alraun verbrennen? Wir können einfach in eine Basaltkammer gehen. Also. Nun, ich würde es vorziehen, nicht in eine Basaltkammer zu gehen. Ich fürchte, ich beherrsche keiner derlei Antimagie, um hell sich zu trüben. Vielleicht einfach in, ich weiß nicht, hier in den Prios-Tempel oder so. Ja, vielleicht sollten wir eine Kammer im Prios-Tempel beantragen und dann eine Araune verbrennen. Im Fex-Tempel, dort sind wir ungestört und niemand hört uns. Ich bin mir nicht sicher. Nun, solange es nicht Fex widerstrebt zu lauschen, wird dort niemand lauschen können. Es gibt dort gewisse Alkoven. Ja, aber Fex-Geweihte sind nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie Geheimnisse... Ich hatte nicht vor, ein Fex-Geweihte hinzuzuziehen. Ich wollte nur diese Alkoven mieten. Sie werden auch bei Verhandlungen, wichtigen Verhandlungen, genutzt, um
gewisse Handelsverträge auszuhandeln. Ja, trotzdem glaube ich, dass jedes Bordell Geheimnisse besser bewahren kann als ein Hextempel. Bin für die Korschbasaltkammer. Dann ziehe ich den Preistempel noch vor. Ja, Preistempel. Gut, dann wäre das entschieden. Glaubst du, die lassen dich da rein, haben wir? Ich denke doch. Ich ziehe mit rein und sage, es geht schon in Ordnung. Er muss Abbitte leisten oder so. Ich will nichts dergleichen tun.